Willkommen zurück zu Venetica. Beim letzten Mal haben wir uns ja hier in Venedig im äußeren Bezirk halt so ein bisschen umgeschaut, haben uns in diverse Häuser eingeladen und wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach dem schwarzen Grimoire. Das heißt, wir gucken mal, was sagt denn hier meine Quest und wo kann ich denn hier mal irgendwie eine Quest mich hinführen lassen. Das hier hätte ich gerne, ne? Finde ein schwarzer Grimoire. Ich habe Nox im Tempel getroffen, haben wir. Aber er ist... Ach ja, das ist der Typ, der geflohen ist. Ja, okay. Den suchen wir mal. Wird mir das denn jetzt auf der Karte angezeigt? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wo ist meine Karte? Da ist meine Karte. So, einen grünen Punkt sehe ich jetzt so nicht. Uns wurde ja gesagt, dass halt irgendwo in den Gassen, in irgendwelchen Räumen oder so, in irgendwelchen Häusern, irgendwo irgendwer mir weiterhelfen kann. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal durch die Gegend und gucken mal, ob wir hier und dort und überall irgendwo was finden. Marodeure. Guten Tag. Wieso haben wir hier Marodeure? Sind das jetzt hier die, die anstelle der anderen jetzt hier rumgeistern? Ja, Halleluja. Vorher hatten wir jetzt ja hier irgendwelche Banditen. Und für die Stadtwache oder sowas haben wir ja die anderen jetzt hier beseitigt. Jetzt sind die jetzt da. Ja, super. Ist ja ganz toll. Das ist ja richtig super. Ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen hier. Ja, leck mich doch, ey. Es ist doch nicht wahr. Und vor allem, die halten auch noch sehr, sehr viel aus. So. Einer ist weg. Ja, dann sehe ich nicht mal richtig so. So ein Scheißschild hier. Hallo, ich hab voll geblockt und so. Ich hab wirklich voll geblockt. Sure. Naja, was soll's. Hier war ja so ein Durchgang, da sind wir, glaube ich, schon durchgegangen. Gehen wir mal weiter. Fragt sich natürlich jetzt nur, wie viele von diesen Marodeuren haben wir jetzt? Jede Menge. Na, das wird ja lustig. Oh komm, ich bin gerollt. Aber im falschen Zeitpunkt, ich weiß, aber ich bin gerollt. Ja. Ich habe gerollt, ich bin gerollt. Ich bin gerollen sein, tut und tun. Och, ist das denn wahr? Leute mit Schilden, ne? Die sind ja wirklich ein Traum, sind die. Vögel regeln das schon. So. Die Frage ist ja auch nur, wo und wie soll ich denn irgendwo... Oh Gott, da sind drei von denen. Geht's noch? Ja, das kann ich knicken. Also mit einem Hammer kann ich das echt knicken. Geh doch mal gekonnt an den vorbei. Ich weiß gar nicht, waren wir hier hinten in der Tür? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne hier irgendwie raus. So. Anscheinend war ich hier drin, weil ich hab's aufgeschlossen. Okay. Sind jetzt hier auch Marodeure drin? Nee. Hier waren ja, stimmt, da waren ja Banditen drin. Ich erinnere mich. Ach ja, und in einigen... Häuser hatten wir ja nicht Dämonen, aber halt, wie hießen sie? Lucus, Noctis, Noctos. Irgendwie so ein Zeug. Irgendwas, was leicht dämonisch ist. Ja, davon sehe ich jetzt auch irgendwie eher wenig. Ja, guten Tag auch. Okay, das Schwert macht ein bisschen mehr Schaden, weil es halt auch tatsächlich halt mehr Schaden macht als unsere Mundlinge. Damit geht es schon ein bisschen besser. Aber nun gut, gucken wir mal. Ja, stimmt, dann hatten wir noch die Nachtwache, wo wir halt da irgendwo so ein Fliegelvieh hatten. Wo wir nichts machen können, weil wir keinen Flugangriff haben hier. Wo ist denn diese Tür? Das ist die da unten oder was?
Okay. Wir finden schon noch die Person, die wir suchen. Es wird mir ja leider nicht angezeigt, in welchen der 100.000 Gebäude ich denn da genau nachgucken soll. Das wäre ja auch schon fast zu einfach. Na wahr? Ach, hier kannst du immer noch nicht runter. Okay. Dann speichere ich mal. Hoffen wir mal, dass wir die hier beseitigen können. Bitte macht da Vögel und so. Einer weg. Noch einer weg. Sehr gut. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Gesundheitstrank. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Gehen wir halt hier rein. Was finden wir dann hier? Tod und Verderben. Nette Menschen sind hier immer willkommen. Nette Menschen. Siehst du hier irgendwo nette Menschen? Ich bin derjenige, der alle ausrauben wird, aber ich bin kein netter Mensch. Ich schlafe auch in fremden Betten. Ich weiß nicht, was ich davon halten würde, ja, wenn so eine, junge, gut aussehende Dame plötzlich in meinem Bett erstmal schläft. Legt man sich dann dazu? Weckt man die dann höflich? Ich glaube, dazulegen ist eher ein bisschen fehl am Platz. Gut, dass es bei mir nicht vorkommt. Aber niemand von denen ist irgendwie wichtig, ne? Das sind ganz normale Bürger. Bürger, die kein Schwein braucht. Und schon sind wir wieder in den hintersten Hintergassen. Wir waren hier, glaube ich, noch nicht großartig lang, ne? Oh komm. Oh, da kommt auch noch einer. Ja, lecker mio. Ist es denn possibility hier? Hier, wo du wohnst. Einer weg, geben immer 50 GP jedes Mal. Ist in Ordnung. Irgendwann muss ich mir noch einfallen lassen mit den Schilden. Das geht ja so nicht. Kannst ja nicht machen. Kommen wir vielleicht hier rüber nochmal irgendwo hin? Ah, ne, hier kommen wir. Stimmt, wo wir mit der Nachtwache gesprochen hatten und so. Hier ist noch ein Blümchen. Nehmen wir mal mit. War ich hier drin? Spezieller Schlüssel benötigt. Okay. Was sagt sie denn jetzt dazu, dass ich mich jetzt hier in eine Gilde angeschlossen habe? Ich bin wütend. Ich bin sehr, sehr, sehr wütend. Auf Wiedersehen. Okay. Ich bin wütend, ich bin wütend, ich bin sehr, sehr wütend. Tschüss. Hm. Ich habe halt auch so eigentlich null Anhaltspunkt, wo das jetzt genau sein soll, ne? Er hat mich versehentlich eingesperrt. Ne, das war ja da bei dem, bei den Dingens, was wir hatten, ja. Aber wo der jetzt hin ist? Was soll das jetzt hier noch in anderen Teilen von Venedig oder sowas? Glaube ich aber irgendwie nicht. Weil alle, die was darüber gesagt haben, die haben gesagt, ja, ist da irgendwo eine Gasse oder so. Hm. Also ich weiß ja nicht. Wo die auf einmal wieder alle herkommen, ne? Ist ja der Wahnsinn. Das sind Erfahrungspunkte. Und wir kriegen Gesundheitstränke. Die ich durchaus mal gebrauchen könnte. Können wir ja schon mal in die Leiste packen oder so. Ah, guck mal, wir haben ein unendliches Inventar anscheinend. Das finde ich sehr gut. Ich dachte ja immer, wir haben nur begrenzte Platzzahl. Aber nö, dann ist ja gut. Ich habe mir wieder mehr Gedanken dazu gemacht, als ich eigentlich müsste. Achso, erstmal wegstecken.
Machen wir hier rein. Mal gucken. Was ist denn hier? Wer ist denn hier? Was mit Paul? Wurde auch hier. Nee, der ist im Dorf zurückgeblieben. Wer meckert denn da, dass ich kein Recht habe, hier zu sein? Ich suche ja jemanden. Bist du Nox? Nein. Aber Madame Orloff. Hallo! Was anderes als ein Bürger. Aber mehr als Hallo sagen kann ich auch nicht. Ist auch ein Bürger. Du bist ein Bürger. Mit ohne Last Dietrich. Hier könnte ich mich nochmal ausruhen, aber nö. Er hat dich nicht eben ausgeruht. Hat er nicht gesagt, ich will bis zum Morgen ausruhen oder so? Jetzt ist es morgens, okay. Habe ich wahrscheinlich vorhin woanders fälschlicherweise hingeklickt. Lass mich mal da durch. Da durch muss ich. Och Leute, seid doch mal nicht so fett. Ich muss da durch, Mann. Geh doch mal. Och, jetzt hält er da unten an, wandert da. So. Das mache ich auch, wenn ich zu Hause bin und ich hätte eine Treppe hier. Einfach mal auf der Treppe stehen da. So ohne Sinn und Verstand. Einfach mal, weil ich es kann. Und sie läuft jetzt hier um unsichtbar. Ach nee, jetzt nicht mehr. Okay. War ich denn hier drin? Haus von Nox. Ah ja. Das sieht doch gut aus. Wow. Ich höre etwas. Das klingt nicht menschlich. Was haben wir denn hier? Oh nee, das wird jetzt kompliziert. Doch, ich hab's vergeigt. Das ist ja doof. Oh, und ob ich das hinkriege? Ich hab mir nur vorhin verdrückt. Ich sag das nicht weiter. Sag einfach weiter, ich bin doof. Weg mit euch! Nein! Nein! Lasst mich los! Lektor, sag ich doch. Fast das Gleiche. Na also. Wer bist du? Verschwinde! Ich habe dein Leben gerettet. Warte mal, ich habe dir gerade das Leben gerettet. Die haben mich gefunden. Ich muss von hier verschwinden. Ich dachte, ich könnte mich hier verstecken. Du kannst dich nirgends verstecken. Wer ist Sophistos? Das ist wohl dein Problem. Ich muss jemanden namens Sophistos finden. Oder wo? Genau. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich habe dich noch nie in dieser Stadt gesehen. Du bist bestimmt ein Spion der Untoten 5. Zustimmung auf Sophistos fragt. Abschreiben, versuchen, Vertrauen zu erringen. Ja. Nein, das bin ich nicht. Was muss ich tun, damit du mir vertraust? Oh, du trägst ja die Schärpe einer Gilde. Das heißt, ich sollte dir vertrauen. Aber kann ich dir vertrauen? Sag mir, kann ich das? Nee. Grundsätzlich nicht. Soll ich hier mit ihm weiterreden? Wahrscheinlich, ne? Also schön. Ich habe ja gesagt, dass ich dir vertrauen würde, wenn du die Schärpe einer der Gilden tragen würdest. Nee, hast du nicht. Und jetzt bist du hier und hast die Schärpe dabei. Also sollte ich dir jetzt vertrauen, oder? Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber ich will dir vertrauen. So viele meiner Entscheidungen waren so schrecklich falsch. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. Nun denn, wie kann ich dir behilflich sein? Vermutlich hat dir jemand über meine Fähigkeiten im Umgang mit der geheimen Macht der Nekromantie erzählt. Na gut, wenn du erfahren genug bist, könnte ich dir was beibringen. Ich muss Sophistos und das schwarze Grimoire finden. Sophistos? Das Grimoire? Bei diesem Namen läuft mir ein Schauer über den Rücken. Das Grimoire? Nein, es existiert nicht mehr. Sophistos hat es zerstört. Bist du sicher? Ja. Nein,
Sophistos war mein Meister. Er hat mir das Wenige beigebracht, was ich über die Kunst der Totenbeschwörung weiß. Aber ich habe meinen Meister enttäuscht. Hektor und seine Krieger haben ihn entführt und ich konnte nichts dagegen tun. Er hat immer gesagt, dass er das verfluchte Buch zerstört hat. Aber sie haben nach Sophistos gesucht. Und sie waren sicher, dass das Grimoire noch existiert. Wohin haben sie ihn gebracht? Die Klaue. Ja, die Klaue. Die Klaue ist ein riesiges Kriegsschiff, das auf Geheiß des Dogen nach Venedig gebracht wurde. Wenn du zum Kanal des inneren Bezirks gehst, wirst du die Klaue finden. Tief in ihrem Bauch wirst du meinen Meister finden, falls er noch am Leben ist. Ich selbst kann nicht dorthin gehen, aber ich werde meinen Teil beitragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Geschichte. Wenn du für die gute Sache kämpfen willst, dann geh an Bord der Klaue. Dort wirst du Sophistos finden. Und schließlich auch erfahren, ob er das schwarze Grimoire zerstört hat. Gut. Wo ist die Klaue? Wo finde ich die Klaue? Du Kanal, musst dich ja? in den inneren Bezirk begeben. Okay. Das Tor zum inneren Bezirk befindet sich am östlichen Ende dieses Stadtteils. Wenn du mein Haus über die Holztreppe verlässt, dann geh einfach geradeaus. Dann siehst du das Tor vor dir. Ich wäre mir nicht so sicher. Okay. Ich könnte danach nochmal fragen für weitere Informationen oder halt normale Informationen. Wo ist das? Also ist das normal? Er sagt mir auf der Klaue. Okay. Geistfertigkeiten lernen. Kannst du mich die Fertigkeiten der Untoten lehren? Dieses Handwerk ist alt, gefährlich und verboten. Aber wie du willst. Gut, wir haben 80 Fertigkeitspunkte. Was können wir denn lernen? Rage der Ahnen. Lass deinen Feind in Furcht für 5 Sekunden zittern, indem du Vision seiner Ahnen heraufbeschwörst. Oder Rabenblick. Nimm die Sicht eines Raben ein, der einen bestimmten oft besonderen Ort beobachtet. Oh ja, okay. Nicht irgendwie was Tolles hier? Irgendwas von wegen Fernkampfschaden oder so? Da ist doch was. Blutzoll. Verringert die Gesundheit eines Gegners um 38 und erhöht gleichzeitig die eigene. Das ist überhaupt kein Fernkampf, ne? Blutnebel. Verringert die Gesundheit aller Umstehenden um 20 und erhöht gleichzeitig die eigene. Nehmen wir mal, ne? Keine Ahnung. Okay. Mehr kann ich im Moment eh nicht lernen. Gut. Neuer Auftrag, Rettung von Sophistos. Gut. Hier sind noch Vasen, ganz böse Vasen. Die müssen weg.